Herzlich willkommen zur 17. Vorlesung Technische Informatik. Und wir werden heute nochmal durchgehen, wie man Automatengraphen aufstellt, wie man die Automatentafel erstellt, wie man Zustandskodierungen wählt, Ausgabe- und Übergangsschaltnetze erzeugt und asynchrone Schaltwerke analysiert. Also es geht um asynchrone Schaltwerke und wir wollen die Vorgehensweise und die Problematik anhand eines Beispiels erläutern. Dazu haben wir betrachten wir einen einfachen Speicher. Ich glaube, soweit müsste das alles noch Wiederholung aus der letzten Vorlesung sein. Also gegeben sei ein einfacher Speicher. Sagen wir mal, der sieht ungefähr so aus. Wir haben zwei Eingänge, einen Set-Eingang und einen Reset-Eingang. Und die Funktion beschreiben wir so, dass wir sagen, wenn am Eingang R eine 1 anliegt, dann wollen wir den Speicher resetten. Das heißt, wir wollen die Ausgabe zu 0 ändern. Wenn am Eingang S eine 1 angelegt wird, dann wollen wir den Ausgang Q zu einer 1 verändern. Und wenn R und S beide 0 sind, dann soll der aktuelle Wert unseres Speichers beibehalten werden. Das heißt, der Inhalt soll nicht geändert werden, egal was er vorher war, soll den letzten Wert beinhalten. Dazu stellen wir erstmal einen Automatengraphen auf. Vorgehensweise sieht so aus, dass wir die Ein- und Ausgabevariablen festlegen. In unserem Fall ist das S und R. Wir legen die Zustände fest und dann zeichnen wir den Automatengraphen. Die Frage ist, wie viele Zustände benötigen wir? Antwort steht schon dran. Wir brauchen zwei Zustände, einmal für die 0 und einmal für die 1. So. Zum Automatengraphen definieren wir hier einen Zustandsknoten, der so aussieht. Einmal mit ZI, der den Zustand beschreibt. Einmal mit Q für die Ausgabe. Und die Übergänge werden jeweils beschriftet mit einer Kante, die mit RS annotiert ist. So, wir haben gesagt, wir haben zwei Zustände. Zustand 0 erzeugt gleichzeitig eine Ausgabe 0 und wir haben Zustand 1 erzeugt eine Ausgabe 1. Funktion haben wir gesagt, Reset Set, beide gleich 0, soll der Wert beibehalten werden. Das heißt, hier kommt eine reflexive Kante dran. Und wenn R, also Reset gesetzt ist, bleibt natürlich auch der Zustand beim gleichen, produziert die Ausgabe 0. Genauso beim Zustand 1, bei 0,0 wird der Wert gehalten, 0,1, das heißt bei einer positiven S oder bei einer 1 auf der S-Leitung wollen wir auch auf dem 1er Zustand bleiben und auch hier kommen beide Übergänge auf die gleiche Kante. Wenn wir jetzt im Zustand 0 sind, das heißt, wir haben jetzt hier eine 0 gespeichert und belegen unser S für Set, dann soll gewechselt werden in den Zustand 1. Diese Kante und nochmal zurück mit Reset von 1 auf 0. So, was wir hier entworfen haben, nennen wir ein Moore-Schaltwerk. Und zwar sieht man das daran, dass die Ausgaben immer im Zustand mitkodiert sind. Das heißt, die Ausgabe hängt nur vom Zustand ab, nicht von der Eingabe. Das ist auch der Grund, warum die Ausgabe im Zustand steht. Wir werden nachher noch ein anderes Schaltwerk sehen oder eine andere Implementierung von einem Schaltwerk, wo das anders verläuft. Also, Funktionsweise Zustand Z0. Liefert den Ausgabewert 0 und so weiter. Ich glaube, das ist alles klar. Was jetzt nicht klar ist oder was wir jetzt nicht betrachtet haben, ist der Fall, dass wir R und S gleichzeitig auf 1 setzen. Ja? Das haben wir in unserem, wenn wir nochmal zurückgehen, haben wir jetzt in unserem Diagramm nicht betrachtet. Also das heißt, hier nirgendwo taucht eine Kante mit 1,1 auf. Das liegt daran, dass dieser Zustand für uns undefiniert ist. Das heißt, es spielt für uns keine Rolle, was dann passiert. Wir verbieten einfach, dass diese Eingangsbelegung auftritt. Konkret heißt es allerdings auch, für unseren Entwurf
können wir diese Belegung nachher zu Optimierungszwecken verwenden. Das heißt, wir können unsere Schaltfunktion eventuell vereinfachen. So, dann aufstellen eine Automatentafel. Dafür erstellen wir die Flussmatrix dieses einfachen Speichers. Die sieht so aus. Wir haben hier immer Zustand I kodiert. Das ist einmal Zustand 0 und Zustand 1. Und wir schreiben dann unten immer die Folgezustände rein. In den einzelnen Spalten haben wir jeweils R und S, die Belegung von R und S. Und rechts haben wir das Q für unsere Ausgabe. Wir haben ja gesagt, wir haben einen Moore-Automaten, das heißt, die Ausgabe hängt von unserem Zustand ab. Das heißt, wir können direkt die letzte Spalte ausfüllen. Dazu sagen wir, im Zustand 0 produzieren wir eine Ausgabe 0, im Zustand 1 produzieren wir eine Ausgabe 1. Was passiert jetzt, wenn wir im Zustand 0 sind und die Eingabebelegung 0,0 auftritt? Wenn wir hier sehen, dann bleiben wir im Zustand 0. Im Zustand 0 mit Eingabebelegung 0,1 wechseln wir in den Zustand 1, Z1, 1,0, sieht man hier, bleibe ich im Zustand 0. Zustand 1 mit einer 0,0, wieder reflexiv, bleibe ich im gleichen Zustand. Mit dem Setzen, also mit Z01, bleibe ich wieder in 1 und mit Reset gehe ich wieder zurück auf meinen Zustand 0. Und die anderen beiden Zustände, haben wir gesagt, sind nicht definiert. Das heißt, hier können wir Don't Cares eintragen. So, bei einem asynchronen Schaltwerk nennen wir diese Automatentafel auch Flussmatrix. Und wir werden jetzt definieren, was ein stabiler Zustand ist. Dafür haben wir ein Stabilitätskriterium und sagen, ein Zustand ist stabil, wenn der Folgezustand unter einer bestimmten Eingabebelegung exakt dem gleichen Zustand entspricht. Das heißt, hier die Übergangsfunktion. Hier haben wir die Übergangsfunktion mit dem stabilen Zustand und einer bestimmten Eingabebelegung soll gleich dem stabilen Zustand sein. Falls dieses Kriterium nicht zutrifft, reden wir von einem instabilen Zustand. Was passiert bei einem asynchronen Schaltwerk ist, dass direkt danach ein weiterer Zustand eingenommen wird. Ja? Das heißt, es gibt einen Sprung auf einen ersten Zustand. Dadurch, dass die Eingabebelegung gleich bleibt, springt das Schaltwerk aber direkt in einen zweiten Zustand über. Und diese Fälle werden wir auch gleich nochmal betrachten. Wie kennzeichnen wir stabile Zustände? Wir kennzeichnen stabile Zustände, indem wir Kreise machen in unserer Flussmatrix. Sieht dann so aus. Nochmal zur Erinnerung. Hier die Funktion, was dieses Schaltwerk bewirken soll. Hier unsere Flussmatrix. Wir betrachten jetzt im Zustand Z0 die Folgezustände. Das heißt, wenn ich in Z0 bin und mein Folgezustand ist auch Z0, mache ich einen Kreis drum. Genauso hier. Bin ich im Zustand Z1, mache ich einen Kreis um meinen Folgezustand, falls er Z1 ist. Hier nochmal. Und diese anderen beiden Zustände hier sind instabil. Hier habe ich Don't Cares, also können wir hier keine Aussage darüber treffen. So, was für Zustandsübergänge gibt es? Oder was betrachten wir hier? Es gibt einmal einen direkten Übergang. Und zwar passiert hier Folgendes. Ich bin in meinem Zustand 0. Also das ist jetzt nur ein Beispiel für eine Flussmatrix, für eine Implementierung. Ich bin in meinem Zustand 0 und ich habe eine Eingabebelegung E2. Das heißt, mein Folgezustand wäre Zustand 3. Und was sieht man hier? Er springt direkt auf 3. Ja? Bin ich in Zustand 0 und habe die Eingabebelegung 3, ist mein Folgezustand eine 2. Das heißt, ich springe zuerst auf die 2, habe dann aber im Zustand 2 mit der gleichen Eingabebelegung als Folgezustand den Zustand 3. Das heißt, ich wechsle von 0 auf 3 und von 0 auf 2 und von 2 direkt auf 3. Ja? Das nennen wir einen indirekten Übergang. Und der letzte Übergang, den wir betrachten, ist eine Oszillation. Das heißt, ich bin im Zustand 0 mit Eingabebelegung 4
wechsle ich auf Zustand 1. Bin ich in Zustand 1, habe die Eingabebelegung 4, wechsle ich auf Zustand 0. Und dann fängt das gleiche Spiel von vorne an. Ich springe wieder auf die 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Folglich rede ich von einer Oszillation. So, wir könnten hier das Zustandsübergangsdiagramm malen, aber ich glaube, das ist soweit klar. Soweit schon Fragen? Von irgendjemand abgehängt? Gut, machen wir weiter. Also zusammengefasst nochmal, wir haben direkte Übergänge. Und zwar tritt es bei stabilen Zuständen auf, die gehen direkt in einen stabilen Folgezustand über. Wir haben indirekte Übergänge, wo der stabile Folgezustand sich erst nach einem weiteren Sprung oder nach mehreren Zwischenzuständen einstellt. Und wir haben eine Oszillation, wo überhaupt gar kein stabiler Folgezustand auftritt. Das heißt, passiert irgendwas im Schaltwerk. Ja? Also das ist eigentlich ein Fall, den wollen wir vermeiden. Genau. So. Dann geht es weiter mit der Zustandskodierung. Wir haben ja gesagt, wir haben verschiedene Zustände. Die können wir natürlich bei der Implementierung nicht so verwenden. Das heißt, wenn wir drei verschiedene Zustände haben, können wir nicht 0, 1, 2, 3 nehmen, sondern wir müssen das Ganze binär kodieren. Um zu wissen, wie viele Binärstellen ich brauche, also wie viele Eingangszustandsvariablen ich brauche, kann ich den Logarithmus Dualis zu Rate ziehen und muss diesen Wert dann aufrunden. Wir wissen, dass wir mit n Bit maximal 2 hoch n verschiedene Zustände kodieren können. Und das ist quasi, wenn ich angenommen, ich habe 4 Zustände, mache ich den Logarithmus Dualis davon. Das ist nicht 2. Das heißt, für 4 Zustände, um 4 Zustände zu kodieren, brauche ich 2 Bit mindestens. Deswegen ist auch hier die Anzahl der Zustände k ist eine untere Schranke. Ja. Wenn ich 5 Zustände habe, mache ich den Logarithmus Dualis, da ist 2, irgendwas. Dieses 2, irgendwas muss ich aufrunden auf 3. Ja. Weil wenn ich normal runde, hätte ich natürlich wieder die 2 und mit 2 kann ich nur 2 hoch 2, 4 Zustände kodieren. Das heißt, den fünften Zustand könnte ich nicht mehr kodieren. Das heißt, in dem Fall brauche ich dann 3 Bits, obwohl ich mit 3 Bits zum Beispiel 8 Zustände kodieren kann schon. Ja? Also, zusammengefasst, die Anzahl der Zustände legt eine untere Schranke für die Anzahl der Zustandsbits fest. Das können wir uns so merken. Minimale Anzahl der Zustandsvariablen, haben wir gesagt, Logarithmus Dualis, von den Anzahl der Zustände, die ich benötige, aufgerundet. Das ist das Symbol hier. Ja. Und wichtig auch, bei asynchronen Schaltwerken entspricht jede Zustandsvariable einer Rückkopplung. Das werden wir gleich nochmal sehen. Die Rückkopplungen betrachten wir gleich nochmal. So. Was man jetzt nicht sich denkt, also wo man jetzt sagen würde, Zustandskodierung ist doch egal, ob ich jetzt 0, 1, 1, 0, habe ich halt zum Beispiel für 4 Zustände 2 Bits, ist ja egal, wie ich das belege. Ganz so egal ist es leider nicht. Bei der Implementierung müssen wir tatsächlich aufpassen, was für eine Zustandskodierung wir verwenden. Denn abhängig von dieser Zustandskodierung können dann nachher Probleme auftreten, auch wenn es eigentlich so auf den ersten Blick ist es ja quasi nur eine andere Darstellungsform des Zustandes. Dazu betrachten wir erstmal eine willkürliche Zustandskodierung. Wir sagen, Zustand 0 ist kodiert als Ü1, Ü2 sind jetzt unsere Zustandsvariablen, Übergangsvariablen vielleicht. Weiß ich, wo das Ü jetzt. Ja. Also wir kodieren die generell mit Ü. Müssen wir Professor Asfuhr mal fragen, wieso wir da immer Ü nehmen. Angenommen, wir haben jetzt unseren Zustand 0 kodiert mit 0, 0. Zustand 1 sei kodiert mit 0, 1. Zustand 2 mit 1, 0 und Zustand 3 mit 1, 1. So wie wir das normalerweise intuitiv machen würden. Das heißt, wir machen uns jetzt keine Gedanken und nummerieren das einfach binär durch. Was passiert dann? Wir betrachten jetzt den Übergang von Zustand 0 unter Einlegen von E2 nach Zustand 3. Also, E2 wird angelegt und wir wechseln von 0 auf 3. Wir haben ja vorhin festgestellt, dass es ein direkter Übergang ist, dass es direkt in einem stabilen Zustand endet. Das heißt, da sollten eigentlich keine Probleme auftreten. Betrachten wir uns jetzt aber
bei unserer gewählten Zustandskodierung den Übergang. So heißt es, dass ich von einem Übergang Ü1, Ü2, 0, 0 nach 1, 1 wechsle. So. Das heißt, beide Zustandsvariablen ändern sich. In der idealen Realität ist es natürlich egal. Ja. In der realen Realität ist es natürlich nicht der Fall, dass sie sich gleichzeitig ändern, sondern wir haben immer verschiedene Verzögerungen. Irgendein Bauteil ist schneller als das andere. Einer der beiden Variablen wird sich mit hoher Sicherheit zuerst ändern und die zweite wird dann darauf folgen. Das heißt, unser Übergang sieht in der Realität so aus. Wir können zwei Fälle unterscheiden. Einmal, dass ich von 0,0 auf 1,0 und dann auf 1,1 wechsle. Und einmal, dass ich von 0,0 auf 0,1 wechsle und dann auf die 1,1. So. Im ersten Fall wäre Ü2 schneller. Das heißt, kodierungstechnisch haben wir gesagt Ü2, Ü1. Das heißt, hier schaltet Ü2 schneller und im unteren Fall wäre Ü1 schneller. Das heißt, die Verzögerungszeiten von Ü2 sind im ersten Fall kleiner als von Ü1 und im zweiten Fall genau andersrum. Wir betrachten jetzt beide Fälle nochmal, ein bisschen detaillierter. Was wir hier haben, nennt man auch einen Wettlauf, eine Racing Condition im Englischen. Und gehen wir später nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Erstmal das Beispiel. Wir haben gesagt, erster Fall, Übergang von 0,0 auf 1,0 und dann auf 1,1. Übergang 0,0 wäre nach unserer Zustandskodierungstabelle wäre Zustand 0. Also hier. Eingabebelegung ist E2. Und ich wechsle jetzt auf 1,0, was meinem Zustand 2 entspricht, und anschließend auf die 3. Ja? So, bei 0 mit Eingabe 2, ich komme zuerst auf den Zustand 2, das heißt, der schickt mich dann weiter auf den Zustand 3. Kann also nichts passieren. Er ist zwar instabil, also der Zustand selber ist zwar unter 2 mit der Eingabebelegung E2, ist er zwar instabil, aber er leitet uns an die richtige Stelle weiter. Das heißt, es ist unkritisch. Betrachten wir den zweiten Fall, dass wir zuerst auf die 0,1 wechseln, das heißt auf den Zustand 1 und danach auf die 3 gehen. Dann sehen wir, dass ich bei der Eingabebelegung E2 im Zustand 1 einen stabilen Zustand habe. Und dieser stabile Zustand sorgt dafür, dass ich im Zustand 1 bleibe. Ja? Das heißt, die eigentliche Funktion des Schaltwerks ist, dass ich auf Zustand 3 wechsle, die tritt hier niemals ein. Ja? Ich bleibe in 1 hängen und letztendlich heißt es für mein Schaltwerk, dass es nicht richtig funktioniert. Ja? Also ist interessant, weil theoretisch sollte es direkt vom Zustand 0 in den Zustand 3 wechseln. Das ist ein direkter Übergang, da sollte zwischendrin nichts passieren. Aber durch die Wahl unserer Zustandskodierung haben wir jetzt dafür gesorgt, dass wir zuerst in einen instabilen Zustand, dass wir direkt auf die 1 wechseln und in einem stabilen Zustand landen und das Schaltwerk nicht mehr aus diesem stabilen Zustand rauskommt. Ja? Das heißt, wir sind jetzt gefangen in der 1 und unser Schaltwerk hat jetzt eine andere Funktion. So, diesen Vorgang nennen wir jetzt einen kritischen Wettlauf. Das heißt, wenn abhängig von den Verzögerungszeiten ein Folgezustand erreicht wird, den wir eigentlich nicht erreichen wollen, nennen wir das einen kritischen Wettlauf. Und diese kritischen Wettläufe, die wollen wir eigentlich vermeiden. Wie können wir das erreichen? Wir können es nur erreichen, indem wir eine Zustandskodierung wählen, die wettlauffrei ist. Das bedeutet, dass wir die Zustände derart kodieren, dass bei jedem Zustandswechsel sich immer nur eine Variable ändert. Nun, das ist nicht immer möglich mit der Anzahl der Variablen, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, meistens wird es so sein, dass wir dann die Anzahl der Zustandsvariablen erhöhen müssen. In unserem Fall können wir jetzt für diesen Übergang betrachten, wenn wir eine andere Zustandskodierung haben, wie zum Beispiel hier aufgeführt, dass wir die 0 mit 0,0 kodieren, den Zustand 1 mit 1,1, also nicht einfach binär durchnummerieren, Zustand 2 mit 1,0, Zustand 3 mit 0,1. Dann können wir gewährleisten, dass ein Übergang von Zustand 0 auf 3
nur eine Eingangsvariable wechselt, und zwar Ü1. Bei dem Übergang von Zustand 0 auf Zustand, was haben wir? Also von 0 auf 3 ändert sich eine Eingangsvariable, eine Übergangsvariable. Und von 0 auf 2 ändert sich eine. Von 0 auf 1 hätte ich natürlich wieder das Problem, dass sich hier zwei Eingabevariablen ändern. Aber wir sehen, für diesen Fall benötigen wir das nicht, weil sowieso eine Konfiguration ist, die wir vermeiden wollen. Das heißt, in diesem Fall funktioniert das. Ja? Nochmal zusammengefasst, die Anzahl der minimalen Zustandsvariablen kann überschritten werden, falls wir eine Zustandskodierung wählen wollen, die keine kritischen Wettläufe hat. Es gibt auch verschiedene Verfahren, die werden wir aber jetzt nicht, wir werden nicht weiter auf diese Verfahren eingehen in dieser Vorlesung, sondern hier nur ein paar erwähnen, zum Beispiel das Teileverfahren oder das Liu-Verfahren. Da verweisen wir dann auf die Fachliteratur. Könnt ihr euch gerne, falls euch interessiert, nochmal nachschlagen. Kommen wir zurück zu unserem einfachen Speicher. Wir haben gesagt, wir haben da so ein Modul, das soll uns einen Zustand speichern, deswegen auch Speicher. In diesem Fall haben wir keinen Wettlauf. Das heißt, wettlauffreie Zustandskodierung ist uns garantiert, einfach deswegen, weil wir nur zwei Zustände haben. Das heißt, es kann gar nicht auftreten, dass sich zwei Zustandsvariablen gleichzeitig ändern. Kodieren tun wir unsere Zustände so, dass wir sagen, eine 0 bedeutet Zustand Z0 und eine 1 bedeutet Zustand Z1. Auch wenn wir nur eine Variable haben, muss man das natürlich hinschreiben und definieren, weil sonst nicht klar ist, was bedeutet. So, soweit Fragen. Gut. Erzeugende Ausgabe und Übergang Schaltnetze. Jetzt wollen wir betrachten, wir haben rechts, Entschuldigung, links unsere Flussmatrix und wir machen daraus eine Erregungsmatrix. Und zwar haben wir hier, das Einzige, was sich hier ändert, sind unsere Bezeichnungen. Wir haben hier die Zustände ZI und ZI plus, also den Folgezustand. Und hier benutzen wir jetzt unsere Zustandsvariable Ü. Also Ü für den aktuellen Zustand und Ü plus für den Folgezustand. Kodiert haben wir hier die Eingaben, hier haben wir nochmal die Zustände und hier diese Zustandsvariable ändern sich natürlich auch. Das heißt, abgesehen von den Zustandsbezeichnungen hat sich hier kaum was geändert. Diesen Weg müssen wir aber gehen. Wir werden auch gleich sehen, warum. Weil hier unsere ganzen Algorithmen nochmal dranhängen, ja? Wie wir vorgehen wollen. Also, wir wollen die Funktionstabelle der Ausgabe- und Übergangsschaltnetze unseres einfachen Speichers bestimmen. Dafür haben wir gesagt, haben wir hier unsere Erregungsmatrix und haben hier unsere Funktionstabellen. Wir haben als Eingabe RS, das sind meine Eingabevariablen, und wir haben unseren aktuellen Zustand Ü auch als Eingabevariable. Und wir definieren jetzt, wie unser Folgezustand und wie die Ausgabe aussieht. Jetzt gucken, ob ich da eine Animation habe. Jawohl. Sieht dann folgendermaßen aus. Wir betrachten RS 0,0 in diese zwei Fälle. Und wir haben hier jeweils die Ausgaben 0 und 1 für Ü+. Was ist das hier? 0,1. Und wir haben die Ausgabe 0,1 hier auf der rechten Seite. So können wir jetzt durchgehen durch unsere gesamte Erregungsmatrix, können dann hier sagen, diese zwei Spalten entsprechen diesen zwei Zeilen. In die nächste Spalte habe ich die 1, 0 für meine RS, für meine Eingabevariablen, produziere wieder 0, 1 als Ausgabe und hier als Folgezustände 0, 0. Und für die letzte Spalte habe ich hier natürlich Don't Cares drin für meinen Folgezustand. Ausgabe selber ist aber wieder 0, 1. So, jetzt tragen wir einfach diese Funktion in ein KV-Diagramm ein. Erstmal betrachten wir Ü+, also unseren Folgezustand. Wir haben hier 0, 1, 1, 1, 0, 0, don't care, don't care.
Das heißt 0111, 00, don't care, ja? Ein KV-Diagramm eingetragen, können wir daraus die Übergangsfunktion definieren für unsere Folgezustand. Der sieht dann so aus, dass ich hier ausnahmsweise mal die konjunktive Form nehme und sage, es ist R nicht. Also R nicht und Ü oder S. Beziehungsweise nicht R und Ü oder S. Und in der letzten Übung kritisiert, dass ich das nicht danach sage. Deswegen nochmal für diejenigen, die das anders verstehen. R nicht, nicht R und Ü oder S. Kann man umformen in den NOR, in den NOR-Form bringen, dann hat man hier ein R genort mit Ü NOR S. Und die Ausgabe, für das Ausgabeschaltnetz ist die Funktion trivial. Wenn wir uns mal angucken, was hier rauskommt, entspricht es eigentlich immer dem aktuellen Zustand. Ja? Das heißt, hier kann ich sagen, Q ist Ü und Ü plus ist die Funktion, die wir vorhin definiert haben. So, wenn wir uns jetzt eine konkrete Implementierung anschauen würden für die Übergangsgleichung, würde es so aussehen, dass ich auf der einen Seite mein R habe, also dieses R genort mit diesem Ausdruck und dieser Ausdruck ist das NOR von Ü und S. Ja? Die Frage ist natürlich, wie stellt man jetzt das Ü plus, also den Folgezustand dar? Und wir sehen hier, dass wir hier ein Verzögerungsglied brauchen. Das heißt, hier kommt mein Folgezustand raus und der Folgezustand ist natürlich mein vorheriger Zustand, beziehungsweise der vorherige Zustand des nächsten Schrittes. Deswegen brauche ich hier ein Verzögerungsglied, um diesen Folgezustand nochmal rückzuführen. Und diese Rückführung, das ist diese Rückkopplung, von der wir vorhin geredet haben. Ja? Das heißt, für jede Zustandsvariable, haben wir gesagt, benötigen wir eine Rückkopplung. Und genau das hier ist die Rückkopplung. Ohne dieses Verzögerungsglied hätten wir wahrscheinlich ein Problem. Und zwar könnte man hier nämlich Kurzschlüsse erzeugen. Und das ist natürlich nicht so witzig dann, wenn die Schaltung dann direkt kaputt geht. Ja? Wir zeichnen es ein bisschen anders. Also wir ziehen dieses Element parallel nach hinten und überkreuzen dann diese Linien. Ja? Das heißt, dieses Schaltbild ist dasselbe wie vorhin, nur dass wir jetzt hier ein bisschen kompaktere Darstellung einfach haben. Ja? Wir sehen also nochmal S und R als Eingänge, P und Q als Ausgänge, wobei wir sagen, Q ist unser Ausgang und P werden wir gleich sehen, was P macht. Genau. Diese Schaltung ist eine bekannte Schaltung. Wir nennen diese Schaltung ein RS-Flipflop. Und auf dieses RS-Flipflop werden wir jetzt noch ein bisschen detaillierter eingehen. Genau, aber vorher noch mal kurz. P ist die Negation von Q. Das ist egal, was ich an Q rausbekomme. Idealerweise ist genau die Invertierung an P verfügbar. So, das Problem war jetzt mit unserer verbotenen Eingangsbelegung 1,1. Diese 1,1 produziert eine 0,0 für P und Q. Ja? Und das darf natürlich nicht auftreten, weil diese beiden Elemente sollen auch in der Schaltfunktion, in der Funktion sollen die komplementär sein. Das heißt, wenn P 0 ist, ist immer Q die Negation von P, also 1. Oder wenn P 1 ist, ist Q 0. Das heißt, wenn die beiden Werte gleich sind, dann haben wir hier eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Funktion. Ja? Wollen wir eigentlich nicht haben. Deswegen ist auch diese Eingabebelegung verboten und die wollen wir nicht haben. So. Probleme von asynchronen Schaltwerken. Sie sind sehr, sehr störempfindlich. Das liegt daran, dass sie auf jede Eingabebelegungsänderung reagieren und sie reagieren sofort auf diese Änderung. Und wenn wir natürlich
Haben wir vorhin gesehen, wenn wir mehrere Zustandsvariablen haben, die sich ändern können, kann das natürlich zu ganz großen Problemen führen. Und wir haben dann ziemlich starke Wettläufe überall. Ja? Und deswegen will man wettlauffreie Zustandskodierungen wählen. Hazardfehler, letzte Übung, wer dabei war, sollte sich jetzt auskennen mit Hazards und Hazardfehlern. Wenn wir Hazardfehler haben, also wenn wir Funktionshazards haben oder auch Strukturhazards, reagieren asynchrone Schaltwerke sehr, sehr empfindlich darauf und erzeugen natürlich falsche Zustandsübergänge, wie wir vorhin schon gesehen haben, dass wir von Zustand 0 in den stabilen Zustand 1 gelandet sind zum Beispiel. Oder aber auch irgendwelche Oszillationen, die dann dadurch auftauchen, durch diese falschen Übergänge, die eigentlich nicht auftreten sollten, verursacht werden. Da will man natürlich hazardarme Schaltnetze haben, ist klar, das will man nicht immer haben, aber gerade hier ist es sehr, sehr wichtig. Ja? Und man muss diese Analyse auch ein bisschen detaillierter machen als sonst. So, zu weiteren Verringerungen des Störrisikos arbeiten Schaltwerke im Normal Fundamental Mode. Das heißt, das, was wir vorhin gesagt haben, es darf sich immer nur eine Eingangsvariable verändern. Und wir dürfen Eingabewechsel erst dann durchführen, wenn alle Änderungen abgeklungen sind. Das heißt, wenn das Schaltwerk sich stabilisiert hat, ja, und den stabilen Zustand eingenommen hat. So, als nächstes wollen wir asynchrone Schaltwerke analysieren. Dazu betrachten wir das bereits vorgestellte RS-Flipflop und schauen uns an, wie ein Hazardfehler, der auftritt, sich auswirken kann. Zur Analyse gibt es verschiedene Schritte. Im ersten Schritt wollen wir erstmal die Rückkopplungen aufheben. Und jede Rückkopplung, die wir auflösen, für die müssen wir eine Zustandsvariable erzeugen. Wir haben ja vorhin gesagt, jede Rückkopplung entspricht einer Zustandsvariable. Das heißt, hier gehen wir den anderen Weg. Wir lösen die Rückkopplung auf und erzeugen aus dieser Rückkopplung eine Zustandsvariable. Wer hat jetzt aufgepasst, wie viele Rückkopplungen gibt es hier? Okay, anders gefragt. Wer ist dafür, dass hier eine Rückkopplung ist? Einer. Passend. Wer ist dafür, dass hier zwei Rückkopplungen sind? Mehr als zwei. Wer sieht gar keine Rückkopplung hier drin? Wer sieht mehr als drei oder mehr? Okay, wer passt nicht auf? Und wer ist schüchtern? Da hinten einer. Schüchtern, haben wir auch ein paar. Sehr gut. Also, es ist nur eine Rückkopplung. Ja? Und die haben wir ja vorhin schon gezeigt eigentlich. Wir haben ja schon das Ganze schon so konstruiert, dass wir gesagt haben, wir bauen hier eine Rückkopplung rein. Und diese Rückkopplung, die wollen wir jetzt aufheben. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Cut, schneiden diese Rückkopplung auf und sagen, das ist unser Zustand Ü. Ja? Oder die Zustandsvariable Ü. Das heißt, aus unserem Schaltwerk wird ein einfaches Schaltnetz. Ja, das heißt, es hängt nicht mehr von irgendwelchen Zuständen ab, sondern wir können ganz normal unsere schaltalgebraischen Betrachtungen hier durchführen. Und dafür benutzen wir auch das Totzeitmodell, was auch schon in der letzten Vorlesung vorgestellt sein müsste und in der letzten Übung auf alle Fälle auch dran war. So. Die Totzeiten des rückgekoppelten Gatters bilden den Zustandsspeicher und trennen somit den Zustand vom Folgezustand. Was wir jetzt hier haben, ist die Implementierung nochmal. Und hier haben wir jetzt Tau 1 und Tau 2 jeweils nach den NOR-Gattern, so wie wir das kennen von unserem Totzeitmodell. Und die Schaltfunktion ist die gleiche. Also wir haben S genord mit Ü und genord mit R als Ausgabe Q. Und die Ausgabe von dem oberen Strang ist dann P. So, also ich fasse nochmal zusammen. Erster Schritt, Auftrennung der Rückkopplung. Und statt dieser Rückkopplung führen wir eine Zustandsvariable ein für jede Rückkopplung, die wir aufgehoben haben. Im zweiten Schritt wollen wir die so erhaltenen Schaltnetze analysieren. Konkret für unser Beispiel war das dieses Schaltnetz. Also Schaltfunktionen haben sich nicht geändert. Ich habe den Folgezustand Ü plus genord. Ich habe die Ausgabe Q als meinen aktuellen Zustand
und ich habe die Ausgabe P, die Vernorung von Ü und S. Dafür betrachte ich hier meine Funktionstabelle. So was verrutscht, aber ist egal. Ich betrachte meine R und S, meine Eingangsvariablen und meinen aktuellen Zustand und stelle jetzt die Funktionstabelle auf für Ü+, also für meinen Folgezustand. Dafür kann ich sagen, habe ich einen Norm von R und genormt mit Ü und S. Das heißt, für R oder dieser Term negiert, ist immer eine, sobald R 1 ist, gibt dieser Ausdruck immer eine 1. 1 negiert ist eine 0. Das heißt, für diesen unteren Teil kann ich sagen, ist mein Folgezustand 0. Ist R 0, hängt es von diesem Term ab, ob hier eine 1 oder eine 0 steht. Und dieser Term muss dann eine 0 sein, damit hier eine 1 kommt. Dieser Term ist aber nur 0, falls Ü oder S, also falls 1 von beiden, falls 1 von beiden eine 1 ist, habe ich hier eine 1, negiert gibt es eine 0. Das heißt, nur diese drei Terme sind eine 1. Ja, soweit klar? Wir können auch die Werte aus dem KV-Diagramm ablesen, aber je nachdem, wie fit man ist, kann es schneller gehen hier. Dann für Q übertrage ich einfach die gesamte Ü-Spalte. Also ich habe bei Ü0 gibt es 0, Ü1 gibt es 1 und so weiter. Ja? Und für P habe ich die Vernorrung von Ü und S. Das heißt Ü oder S, wenn eins von beiden 1 ist, kommt eine 0 raus. Wenn beide 0 sind, kommt eine 1 raus. Ü und S-Spalten sind hier. Das heißt, hier habe ich eine 1 und hier habe ich eine 1. Ja? Und der Rest meiner Funktion ist 0. So, jetzt habe ich meine Funktionstabelle erstellt. Und ich will jetzt stabile und instabile Zustände markieren oder erkennen. Und wie mache ich das nochmal? Also sagen wir mal, das ist Zeile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir es wieder demokratisch. Zeile 1, stabil, instabil. Wer ist für stabil? 3. Wer ist für instabil? Keiner. Okay. Zustand, Folgezustand. Wir haben definiert, stabile Zustände erkennt man daran, dass der Zustand unter einer bestimmten Eingabebelegung gleich dem Folgezustand ist. Das heißt, wenn ich in einer Zeile habe, Ü ist irgendetwas und Ü plus ist dasselbe, dann handelt es sich um stabile Zustände. Das heißt, Zeile 1 ist stabil, Zeile 2 ist stabil, Zeile 3 ändert sich der Zustand, Zeile 4 ist stabil, Zeile 5 ist stabil, Zeile 6 ändert sich der Zustand, Zeile 7 ist stabil und Zeile 8 ändert sich auch der Zustand. Und bei den Zeilen, wo sich die Zustände ändern, reden wir von instabilen Zuständen und die können wir jetzt erstmal hier markieren. Also, detaillierter betrachtet, was heißt das, wenn ich jetzt hier die Eingangsbelegung RS 01 habe, mich im Zustand 1 befinde, dann lande ich im Zustand 1. Befinde ich mich auf unserer, nach dieser Implementierung jetzt, befinde ich mich auf meiner verbotenen Eingabebelegung 1,1. Ja? Und bin im Zustand 1, dann wechselt dieser Automat in den Zustand 0. Also nochmal, wir haben ja eigentlich gesagt, die ist ja verboten. Aber hier in diesem Fall würde ich auf die 0 wechseln. Das heißt, ich bin dann im Zustand 0, meine Eingabebelegung ist immer noch dieselbe. Und hier bin ich in einem stabilen Zustand. Das heißt, die konkrete Implementierung auf diese Art und Weise würde bewirken, dass bei einer Eingabe von R und S gleich 1 ich im stabilen Zustand 0 lande und dadurch auch die Ausgabe 0 produziere. Ja? Aber hier haben wir gesagt, Q und P werden in dem Fall 0. Und das ist genau der Grund, weswegen wir diesen Übergang vermeiden wollen. Wir wollen nicht in diesem Zustand landen, weil dann Q und
auf alle Fälle nicht mehr komplementär sind. So, jetzt können wir diese Funktionstabelle umordnen und daraus geben wir die Erregungsmatrix. Also, Erregungsmatrix hier, wir haben den Zustand Ü mit Folgezustand, muss das heißen. Und wir haben hier die Ausgaben P und Q und die Eingabevariablen RS. Jetzt können wir den gleichen Weg, den wir vorhin gegangen sind, rückwärts gehen. Das heißt, wir gehen aus der Funktionstabelle und sagen, bei RS gleich 0, 0 zum Beispiel und ich bin im Zustand 0, ja, habe ich den Folgezustand 0, das ist dieser hier, und ich habe P und Q 0, 1 als Ausgabe. Das mache ich jetzt für alle Zeilen, trage die hier ein und dann kann ich anschließend meine stabilen Zustände nochmal markieren. Entspricht genau diesen stabilen Zuständen, die sich dann hier, wie sie umkringelt sind. Ja? Hier ist es ein bisschen einfacher zu sehen, weil wir hier direkt sagen können, hier ist mein aktueller Zustand und in der Zeile suche ich einfach meinen aktuellen Zustand und markiere alle Zustände, die den gleichen Wert haben, genauso mit der 1. Ja? Also man sieht es hier ein bisschen einfacher, aber letztendlich ist es genau dasselbe. Muss es vielleicht einfach nur mal gesehen haben. So, wir haben gesagt, das hier ist die Erregungsmatrix. Hier. Wir haben aber vorhin auch schon eine Erregungsmatrix gesehen. Die sah ein bisschen anders aus. Die sah so aus. Jetzt, was ist der Unterschied? Das Q steht rechts. Und was heißt das genau, wenn Q rechts steht? Genau, es ist ein Moore-Automat. Genau. Also, hier haben wir einen Moore-Automaten. Das heißt, die Ausgabe hängt nur vom Zustand ab. Deswegen kann ich auch meine Ausgabe rechts hinschreiben, weil der Zustand ist ja in jeder Zeile konstant und die Ausgabe ist dann nur abhängig von der Zeile, in der ich mich befinde. Links habe ich einen Milli-Automaten. Das heißt, meine Ausgabe hängt vom Zustand und von den Eingabevariablen ab. Deswegen muss ich hier auch die Ausgaben an die jeweiligen Übergänge machen, also in den Zustand plus Übergang eintragen. Ja? So, Moore, Mili haben wir schon gesagt, kann man begründen durch den hinzugefügten Ausgang P, dass der das erzeugt, aber letztendlich hängt es natürlich damit zusammen, dass wir hier tatsächlich auch verschiedene Ausgaben erzeugen. Und die verschiedenen Ausgaben sind halt hier nur verschieden, weil ich hier zusätzlich das P habe und dieses P, wie man sieht, also Q alleine würde sich hier nicht unterscheiden. Wir hätten hier immer 0, 0, 0, 0. Das heißt, ich könnte es dann genauso wie hier, könnte genauso wie hier einen Moore-Automat nehmen. Dadurch, dass aber hier das P nochmal dazukommt, habe ich Unterscheidungen in meiner Ausgabe. Deswegen muss ich hier auch einen Milli-Automat nehmen. So, naturgemäß gibt es hier keine Freistellen, das heißt, wir haben keine Don't Cares mehr, weil wir hier von der Implementierung ausgegangen sind und aus der Implementierung die Funktionstabelle bzw. die Erregungsmatrix erstellt haben. Der letzte Schritt wäre, dass man diese symbolischen Zustände nochmal zurücknimmt, das heißt, man geht wieder zurück auf die, dass wir die symbolischen Zustände wieder einführen, das heißt, man nimmt diese Zustandskodierung wieder zurück und die Flussmatrix des analysierten asynchronen Schaltwerks aufstellt. In unserem Beispiel können wir uns das sparen, weil wir tatsächlich nur eine Zustandsvariable haben und da ändert sich hier kaum was. Jetzt betrachten wir nochmal dieses verbotene Eingabebelegung RS gleich 1, 1 und schauen uns an, was da genau passiert. Also, wir haben das Sollverhalten laut Erregungsmatrix, die sieht so aus, haben wir unsere verbotene Eingabebelegung. Also wo sind wir? Eingabebelegung hier, 1, 1. Und gehen wir mal davon aus, dass wir im Zustand 1 sind. Dann landen wir vom Zustand 1 in den Zustand 0 mit der Ausgabe 1, 0. Und im Zustand 0 stabilisieren wir uns.
sind wir schon im Zustand 0, bleiben wir natürlich auch im Zustand 0. Das heißt, egal was mein vorheriger Zustand ist oder egal was mein vorheriger Zustand ist, ich lande immer in meinem stabilen Zustand 0 mit der Ausgabe 0,0. So, wenn jetzt die Eingabe auf RS0,0 wechselt, dann haben wir per Definition gesagt, RS gleich 0,0 bedeutet Zustand halten. Und Zustand halten heißt in dem Fall im Zustand 0 bleiben, aber man sollte die Ausgabe 0,1 haben. Ja? Also ich bin im Zustand 0, habe mit 0,0 und wechsle dann auf die 0,1. Das heißt, für diesen Fall hier sind wir zwar im stabilen Zustand 0 mit einer falschen Ausgabe, wechsle ich aber auf meine valide Eingabe Variablenkombination 0,0, dann springt der Automat wieder, also bleibt der Automat im Zustand 0, produziert dann aber wieder eine valide Ausgabe von 0,1. Das heißt, P und Q sind wieder komplementär, meine Ausgabe ist 0 und der Komplementärausgang ist 1. So, klingt ja alles ganz gut. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal im KV-Diagramm betrachten, ist trotzdem dieser Übergang ein bisschen problematisch. Und zwar, was passiert? Wir haben gesagt, wir sind bei RS gleich 1, das heißt, wir sind in diesem Feld und wir wechseln auf 0,0, das ist dieses Feld. Ü bleibt konstant, das heißt, wir sind auf dieser Nicht-Ü-Spalten. Das Einzige, was sich ändert, sind jetzt R und S. Und wir haben ja gesagt, die ändern sich naturgemäß, nicht gleichzeitig, sondern wir haben hier eine Variable, die sich schneller ändert als die andere. Und für den Fall, dass ich hier zum Beispiel, R zuerst ändert, kommen wir im KV-Diagramm auf diese 1 und kommen dann mit Änderung von S auf die 0. Und wer in der Übung jetzt letzte Woche aufgepasst hat, der weiß, wie man das Ganze nennt. Ein Hazard. Kannst du auch genau sagen, was für ein Hazard? Ein statischer Hazard, genau. Funktions- oder Strukturhazard? Richtig. Also, wir haben einen statischen Null-Funktionshazard. Das heißt, wir ändern die Eingabevariablen einmal, eine Ausgabe ändert sich aber mindestens zweimal. Ja? Das heißt, wir springen statt konstant auf der 0 zu bleiben, wechselt man hier kurzfristig auf die 1. Und hier habe ich natürlich ein Problem. Das ist nämlich das, was ich will. Der Hazard ist da und dieser Funktionshazard, der soll nicht auftreten. Das heißt, wir müssen unsere Verzögerungszeiten dementsprechend wählen, dass dieser Fehler nicht auftritt. Wie genau tritt jetzt aber dieser Fehler auf? Also hier ist ein bisschen tricky. Schauen wir mal, ob wir das ein bisschen detaillierter erklären können hier. So. Also, ich habe eine Ursprungsbelegung hier mit R1 und S1 und ich wechsle auf 0. Ja, also meine einmalige Änderung beider Variablen. Was passiert? Sehen wir hier im Schaltnetz, ich habe meinen aktuellen Zustand, der ist, kann man vielleicht auch einzeichnen. Aktueller Zustand ist 0. Bekommt S als Eingabe. S war vorher 1, wird hier zu 0. Das heißt 0 oder 0 sind 0, negiert ist 1. Das heißt, nach T1 Zeit kommt hier das Ergebnis dieser Operation an. Wenn ich meinen Ü-Teil angucke, also meinen Folgezustand angucke, habe ich hier R und das Ergebnis von da oben. Das Ergebnis von oben war eigentlich P. Ja? Das heißt, ich kann hier P betrachten. P war auch 0 ursprünglich. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal unten an. Wir wollen ja, dass zuerst R wechselt. Das heißt, in unserem Fall ist Tau 2 kleiner als Tau 1. Ja? Also, nach Tau 2 Zeit
kommt das Ergebnis von dieser und dieser Vernorrung, also von 0 und 0, genort, also geodert gibt 0, negiert gibt 1, kommt hier bei Q an. Das heißt, nach T2 Zeit gibt es hier einen Anstieg in Q. Das ist jetzt diese 1 hier quasi. Ja? Was wird jetzt hierdurch bewirkt? Ich habe ja nochmal die andere Condition hier, dass ich nach T1 Zeit hier die Eingabe ändert. Ich habe S und Ü, haben wir hier, also 0 und 0. Das heißt, 0 oder 0 gibt 0, negiert gibt 1. Das heißt, hier kommt die 1 an P raus. Ja? Und zwar nach T1 Zeit. Machen wir das mal blau. Also nach T1 wechselt sich hier die Flanke nach oben. Jetzt bewirkt aber dieser Anstieg hier, bewirkt, dass wir nochmal, Ü wird ja rückgeführt an diesen Eingang. Er bewirkt, dass wir hier nochmal eine Änderung haben. Ja? Das heißt, Ü ist jetzt auf einmal 1. Ich habe hier eine 1 und ich habe S, was konstant auf 0 ist. Ich habe 1 oder 0 ist eine 1, negiert gibt 0. Das heißt, nochmal nach T1 Zeit kommt hier eine 0. Ja? Also rot. Das ist die zusätzliche, T1 hier. Und ich bekomme hier nochmal einen Wechsel auf 0. Oder vielleicht ein bisschen anders malen sollen. Dann machen wir das mal. T1 rot. T2 blau. So. Jetzt habe ich hier T1 gehabt. Habe hier eine Änderung hervorgerufen. An P. Und jetzt nach T2 Zeit, also hier habe ich an P eine Änderung, das heißt, ich muss dann hier die 1 nehmen von P und die 0 von R. Das ist 1 oder 0 gibt 1, negiert gibt 0. Das heißt, nach T2 Zeit hier, Tau2 Zeit hier, bewirke ich hier wieder einen Abfall an Q. Ja, das hier. Gleichzeitig wechselt aber auch P auf 0. So, was ist jetzt hier passiert? Unsere Erwartungshaltung war die, dass ich die Ausgabe 0 habe, also dass Q 0 ist. Und dass ich von Q0 auf Q0 wechsle, also auf 0 bleibe. Betrachten wir jetzt, ob jetzt Q ist durch diesen Hazard-Fehler kurzfristig Q auf 1 gesprungen. Und dieses Springen auf 1 wiederum hat dafür gesorgt, dass P, welches ja komplementär zu Q ist, anstatt ab hier konstant auf 1 zu bleiben, abfällt auf die 0. Ja? Und das wiederum verursacht dann im nächsten Schritt, weil ich dann hier wieder genau den gleichen Anfangszustand habe, bewirkt wiederum, dass dann Q später nochmal eine Auftaktflanke bekommt, also nach 1 wechselt, was wiederum dafür sorgt, dass P später wieder abfällt auf die 0. Das heißt, ich bekomme hier auf einmal eine Oszillation rein. Ü wird kurzfristig 1. Bewirkt über die Rückkopplung, dass P kurzfristig zu 0 wird. Dies zwingt wiederum Ü auf die 1 und so weiter. Hazardfehler pflanzt sich fort und wir haben hier ein Schwingverhalten des Flipflops. Ja? Also, auch wenn wir gesagt haben, nochmal zurück, hier. Auch wenn wir gesagt haben, dass wir von diesem Zustand hier auf einen stabilen Zustand wechseln. Zu weit zurückgegangen? Ja. Also wir haben ja gesagt, wir wechseln mit der 1,1 auf die 0, bleiben hier in einem stabilen Zustand, was wir eigentlich nicht wollen.
Aber mit einer zusätzlichen Belegung von RS00 würde ich ja hier auf einen stabilen Zustand wechseln. Das heißt, ich könnte direkt danach einen 00 anlegen und mein Problem wäre ja wieder gelöst. Selbst wenn wir jetzt das zulassen würden und sagen, okay, eigentlich schaltungstechnisch sollte das funktionieren, passiert genau das Gegenteil. Und zwar schwingt sich das ganze System auf und wir haben keinen stabilen Zustand mehr. Ja? Das heißt, auch hier muss man natürlich extra nochmal darauf beharren, dass tatsächlich P und Q niemals eins sein dürfen. Das heißt, wir führen jetzt die Nebenbedingungen ein und wir sagen, R und S ist diese, R und S ist immer 0 zu sein. Das heißt, unsere Eingangsbelegung 0,0 mit Halten fällt jetzt hier auch weg, ja, weil diese Nebenbedingung dann nicht mehr erfüllt ist. Und diese Nebenbedingung muss man bei einem asynchronen RS-Flipflop immer einhalten, ja, um genau diesen Hazardfehler zu vermeiden, der dafür sorgt, dass das System sich aufschwingt und oszilliert. So, soweit so gut. Was wir jetzt machen, sind, wir betrachten jetzt nochmal ein paar verschiedene Flipflops. Was ich vergessen habe, anfangs zu erwähnen, ist, dass wir heute noch eine Evaluierung machen. Das heißt, wir haben jetzt noch 15 Minuten, dann kommt der Kollege vorbei. Und evaluiert wird dann nur die Vorlesung. Wir hatten ja letzten Mittwoch schon die Evaluierung der Übung, wurde nur die Übung bewertet und dieses Mal bitte nur die Vorlesung bewerten. Kommen wir aber später nochmal drauf zurück. Also, wir betrachten nochmal ein paar Flipflops. Wir haben gesagt, asynchrone Schaltwerke haben große Probleme, sind sehr empfindlich. Und wir wollen jetzt dieses Problem lösen, indem wir einen zentralen Takt einführen. Ja? Dann ist das Ganze natürlich nicht mehr asynchron, sondern wir reden von synchronen Schaltwerken. Und der Vorteil hier ist natürlich, dass sich alle Wettläufe erstmal stabilisieren, bevor der nächste Zustand eingenommen wird. Das heißt, ich brauche diese Unterscheidungen, was denn zwischendrin passiert, zwischen den Übergängen passiert, brauche ich nicht mehr durchzuführen, vorausgesetzt natürlich, dass meine Eingabevariablen sich vor dem Takt stabilisiert haben und sich danach nicht mehr ändern. Also genau für sowas verwenden wir Flipflops. Und die verschiedenen Flipflop-Typen wollen wir jetzt kurz vorstellen. Das RS-Flipflop, das kennen wir ja schon. Wir haben gesagt, RS-Funktion hat die Funktion, dass wir den Speicher setzen können, wir können ihn rücksetzen und wir können den Wert halten. Haben wir jetzt eigentlich schon vorgestellt mit dem Takt? Nee, kommt noch. Okay. Wir haben die Schaltfunktion vorgestellt und wir haben das Schaltsymbol vorgestellt. Ja? Also Schaltsymbol sieht jetzt ein bisschen anders aus. Wir haben vorher P und Q gehabt. Jetzt reden wir von Q und nicht Q. Unsere Eingänge bleiben gleich, S und R. Und wir beschriften jeweils die Eingänge mit einem S und R, damit auch klar ist tatsächlich, um was für Eingänge es sich handelt. Funktion sollte, glaube ich, soweit klar sein. Ich glaube, das brauchen wir nicht nochmal wiederholen. S soll setzen, R resetten. Und R und S gleichzeitig 1 ist verboten. Und statt P benutzen wir nicht Q. Genau. So, als nächstes haben wir gesagt, wir wollen ja synchron das Ganze jetzt verwenden. Das heißt, wie können wir dafür sorgen, dass dieses RS-Flipflop synchron arbeitet? Wir erreichen das, indem wir die Eingabesignale nochmal verunden mit einem Takt, den wir zusätzlich nochmal einführen. Das so entstandene RS-Flipflop nennt sich RS-Latch. Seht ihr hier rechts. Und wir haben hier jetzt nochmal zusätzlich den Eingang T für unsere Clock, also Takt oder Clock. Und die Beschriftungen sehen jetzt auch wieder ein bisschen anders aus. Wir haben hier statt S und R haben wir 1S, 1R und wir haben statt für den Takt haben wir ein C1. So, was bedeutet das genau? Diese 1 ist einfach nur eine Durchnummerierung. Und zwar will man wissen, welche Eingabevariablen zu welchen anderen Eingabevariablen gehören, also welche eine Funktion erfüllen, die zusammengehört. Und
Die Position der einen sagt uns jetzt natürlich aus, ob diese Abhängigkeit, ob die von diesem Eingang abhängt oder ob sie der Abhängigkeit vorausgeht. Also ob jetzt zum Beispiel C von S abhängt oder S von C, hängt davon ab, wo sich die 1 befindet. Das heißt, mit der 1 habe ich erstmal markiert, welche Eingänge zusammengehören. C1 bedeutet, C ist mein Taktgeber, er beeinflusst andere Eingänge. Und 1S und 1R bedeutet, dass die von dem anderen Eingang abhängen, der mit der 1 endet. So. Wir betrachten jetzt eine Ansteuertabelle des RS-Flipflops. Also wir sind jetzt bei synchronen RS-Flipflops, wollen jetzt aber nochmal den anderen Weg gehen. Wir haben ja bisher immer gesagt, bei bestimmten Eingabevariablen, was passiert im RS-Flipflop? Jetzt wollen wir den anderen Weg gehen. Beziehungsweise wir schauen uns erstmal die Ansteuertabelle nochmal an. Ich glaube, das ist auch Wiederholung, das sollte auch mittlerweile klar sein. Speichern, zurücksetzen, hatten wir vorhin schon. Setzen mit RS01, rücksetzen mit RS10 und speichern, setzen mit 0001. So, was jetzt hier neu ist, ist, dass wir hier diese Eingabebelegung zusammenfassen können von einem 0010 auf ein Don't Care 0. Und hier von einem 0001 auf ein 0 don't care. Treiben wir das in unsere Funktionstabelle ein, sieht es so aus, dass wir sagen, Zustand 0, Folgezustand 0 mit dieser Eingabebelegung. Und hier die Notation hat sich auch ein bisschen geändert. Statt Ü plus und Ü oder Q plus und Q nehmen wir jetzt QT für einen bestimmten Zeitpunkt und QT plus 1 für den nächsten Zeitpunkt. Zeitschritt. Ja. Das heißt, immer wenn ich eine Taktflanke habe, habe ich einen bestimmten Abschnitt und diesen Abschnitt kann ich mit einem bestimmten Zeitindex versehen. Ja. Und dieser Zeitindex soll dann hier dargestellt werden durch dieses T oder T plus 1. Für 1,1 habe ich jetzt 0 don't care. Genau, also ich bin 1. Ich bin im Zustand 1 und ich bleibe im Zustand 1, habe ich hier die Belegung Don't Care. Wenn ich im Zustand 1 gehe auf den Zustand 0, habe ich hier die 1,0. Wenn ich in 0,0 und bleibe im Zustand 0, habe ich die Don't Care 0. Und wenn ich in 0 gehe auf den Zustand 1, habe ich hier die 0,1. Das nennt sich die Ansteuertabelle. Und wir betrachten jetzt die Ansteuertabelle des asynchronen Flipflops. Und wie gesagt, wir gehen jetzt den anderen Weg. Wir haben vorhin immer betrachtet, was sind meine Eingabevariablen und was sind die daraus resultierenden Ausgabe- und Folgezustände. Hier betrachten wir jetzt den Zustand und den Folgezustand und wollen wissen, wie muss ich meine Eingabevariablen ändern, dass genau dieses Verhalten an den Tag gelegt wird. Das ist eine übliche Vorgehensweise beim Entwurf von synchronen Schaltwerken. Werden wir aber erst im nächsten Kapitel nochmal detaillierter betrachten. Hier wollen wir tatsächlich nur mal erklären, wieso das mit diesem Flipflop funktioniert und wie man die Basics quasi, wie man da vorgeht. So, dürfen keine unerlaubten Eingangsbelegungen auftreten. Soweit auch klar, glaube ich. RS-Flipflop. Das nächste Flipflop, das wir betrachten wollen, ist ein D-Flipflop. Oder wenn wir es taktgesteuert betrachten, ein D-Latch. Und wir haben ja gesagt, bei einem RS-Flipflop gibt es die Problematik, dass wir gesagt haben, asynchrones RS-Flipflop darf nur unter den Nebenbedingungen betrieben werden, dass wir hier R und S gleich 0 ist. Was übrigens auch die Haltefunktion, habe ich vorhin falsch ausgedrückt. R und S ist ja immer 0, wenn beide nicht 1 sind. Das heißt, diese Nebenbedingung verbietet uns nur, die 1,1 anzulegen auf RS. Also 0,0 ist hier auch erlaubt, weil in der Funktionsbeschreibung vorhin die, dass wir gesagt haben, bei 0,0 soll der Inhalt gehalten werden. Also Taktgeber, R und S, kennen wir schon. Wenn wir jetzt D bejaht zum S-Eingang und negiert zum R-Eingang führen,
dann haben wir dieses Problem, dass wir die 1.1 nicht anlegen dürfen an das RS-Flipflop, haben wir übergangen. Das, die Eingangsvariable, die ich auf das Flipflop gebe, ist immer positiv am S-Eingang und negativ am R-Eingang, also negiert. Und damit ändere ich die Funktion des Flipflops natürlich ein bisschen, aber ich muss mich nicht mehr darum kümmern, dass diese verbotene Eingangsbelegung anliegt. Ja? Und diesen Eingang, nennen wir ihn mal D, ist tatsächlich genau die Funktion eines D-Flipflops. Und dadurch, dass wir hier synchron sind, nennen wir das Ganze ein D-Latch. Ja? Auch hier Takt mit C1 und beeinflusst natürlich den Eingang D mit 1D. Was ist jetzt die Funktion von diesem D-Latch? Dafür schauen wir uns die Funktionstabelle an. Wir haben ja gesagt, D ist quasi direkt angeschlossen an den S-Eingang eines RS-Flipflops. Das heißt, bei 0 wird auf alle Fälle aus einem Anfangszustand 0, bleibe ich im Folgezustand 0. Bei einem Anfangszustand von 1 setze ich zurück. Ja? Weil ich lege ja eine 0 auf mein Set, beziehungsweise eine 1 auf mein Reset. Das heißt, egal was ich hier mache, ich lande beim Zustand, Folgezustand 0. Habe ich eine 0 auf mein D gelegt, habe ich auch gleichzeitig eine 1 auf meinem Set und eine 0 auf meinem Reset-Eingang. Das heißt, ich lande auf alle Fälle im Folgezustand 1. Vom Verhalten her können wir jetzt sagen, bei einem D-Flipflop, das, was ich am Eingang D anlege, das Datum, das ich anlege an meinem Eingang, wird immer gespeichert. So, die Ansteuertabelle können wir leicht folgern, indem wir einfach ein paar Zeilen vertauschen. Das heißt, wir ziehen erstmal die Spalte nach rechts mit D und ordnen dann hier nochmal ein bisschen um. Das heißt, wir kommen hier von 0,0 auf 0, von 0,1 auf 1. Das hier, vielleicht kurz einzeichnen. Ja, lieber nicht, ein bisschen unübersichtlich, weil es so lange Linien sind. Von 1,0 auf 0 und von 1,1 auf, von 1,1 auf 1. Ja? Das heißt, hier haben wir nur Zeilen getauscht und einmal die Spalte von D nach rechts genommen und wir bekommen dann hier aus der Funktionstabelle direkt die Ansteuertabelle. Schaltsymbol sieht so aus, hatten wir vorhin auch schon. Und hier eine kleine Betrachtung, was passiert genau beim D-Flipflop. Dafür schauen wir uns den Takt an. Angenommen, das wäre ein Takt, der hier anliegt. Und wir wissen ja, dass der Eingang und der Takt verundet sind. Das heißt, für diese gelben Bereiche ist der Eingang meines D-Flipflops quasi deaktiviert. Ja? So, angenommen, das Signal, was ich am D-Eingang anlege, ist genau dieses hier. Dann betrachte ich die Ausgabe von meinem D-Flipflop und die sieht dann genau so aus. Und zwar wird für den Zeitraum, bei dem sich die Eingabe verändert, bei dem der Takt oben ist, wird die sich verändernde Eingabe übernommen, wird gespeichert. Und für die Bereiche, wo der Takt auf 0 ist, werden sämtliche Eingaben ignoriert. Ja, und mein D-Flipflop bleibt dann genau da, wo er vorher auch schon war. Das ist nicht immer das, was man will. Letztendlich könnte man ja nämlich hier, wird ja nicht wirklich viel gespeichert. Ja? Ich übernehme einfach nur das Datum, was vorne anliegt, zu dem gesamten Bereich meines Taktes. Was ich eigentlich will, ist immer, deswegen heißt es ja auch Taktgeber, dass ich an ganz bestimmten Positionen, an ganz bestimmten Zeitintervallen das Datum übernehme in meinen Flipflop, das anliegende Datum speichere und so lange speichere, bis der nächste Zeitpunkt eintrifft. Ja? Hier habe ich das Problem, dass ich hier einen Taktgeber habe, aber tatsächlich innerhalb des Taktes asynchron bin. Das heißt, ich habe hier tatsächlich nicht viel Nutzen von meinem Taktgeber. Was man deswegen macht, ist ein taktflankengesteuertes D-Flipflop. Das heißt, man reagiert immer zu den Taktflanken. Das heißt, wenn der Takt hoch oder runter geht,
Und dafür muss man zwei D-Latches, zwei D-synchrone D-Flip-Flops hintereinander schalten. Und so ein Flip-Flop, ich weiß gar nicht mehr, ob man das Master-Slave nennen darf. Ja, müssen wir mal nachgucken. Also, ursprünglich nannte man das mal Master-Slave-Flip-Flop, weil das eine Flip-Flop den anderen steuert. Aber ich glaube, da gehen wir jetzt nicht drauf ein und ich werde mal nachschauen, ob man das, ob man die Bezeichnung ändern muss oder nicht. Soweit so gut mit der Vorlesung. Ich glaube, hier machen wir dann Schluss.